Sondern noch so gruselige Musik. Genau passend, ich glaub das einfach nicht. Wenn man hier unten ist, dann fährt man automatisch hier lang. Und dann kommt man zu meiner... Ah! Das heißt, wir hätten einfach nur weiterfahren müssen. Und wir wären automatisch in meine Villa gekommen. Ich weiß das gar nicht mehr, weil das also schon so lange her ist. Aber das U-Bahn-System ist mittlerweile echt krass. Ich würde da aber gerne noch so ein bisschen weiterbauen dran. Wenn ihr da... Ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Also... Das sind ja... So, ja stimmt, da kommt man hier oben wieder an. Ich werde jetzt mal nicht in Frage stellen, wo das Minecart hingefahren ist. Das müsste ja hier irgendwo aufgetaucht sein. Ist es aber nicht. Das haben wir ja selber gesetzt hier. Ich würde ganz gerne Schienen organisieren. Haben wir hier überhaupt noch welche? Ja, Booster-Schienen, ganz normale. Und dann bräuchten wir noch... Holz haben wir. So, dann würde ich jetzt ganz gerne nochmal runterfahren, hier runter driven. Machen wir das mal. Tut, tut. Kompliziert, nicht. So. Halt. Bevor wir hier in den blöden Bereich kommen. Wenn wir jetzt mal hier weiterlaufen, hier werden wir ja dann lang gefahren. Hier ist das Strandhäusle-Zugang, ne? Falls einer das noch nicht weiß, wenn man hier hochläuft, kann man erstmal hier schön in eine alte Höhle gucken, die wir schon mal vor Jahren. Super! Wir wissen, wer nicht mehr als Gast kommt. Muhahaha. Frage ist nur, wer das war. Das werden wir jetzt herausfinden. So, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich muss mal eben gucken. Dass wir das machen, was ich ja nicht vorhatte. Nämlich nicht das Strandhäusle. Gutachten. Sondern hier lang. Hier werden wir ausgebremst und hier fahren wir weiter. Und hier machen wir jetzt mal Folgendes. Monster gespawnt? Nee. Dass er das nie fertiggestellt hat hier. Der Olle. Wir machen hier jetzt mal so eine Geisterlinie. So eine. Kennt ihr das aus so Western-Filmen, wo das so ausrangierte Minenschächte sind. So Horror-Minenschächte. Jetzt, wo ich das gesagt habe, ist das schon ganz schön gruselig. So noch so gruselige Musik. Genau passend, ich glaub das einfach nicht. Oh Mann. Fällt einem ein Zombie übernommen. Nice. Gruselig. Das ist alles voller Monster hier. Das müsste man natürlich nur noch. Natürlich nur noch das hier zu bauen hier.
einfach so. Weißt du, hat man noch so eine angemachten Fackeln hier. Ja, ja. Ist ja gut. Ja, ich nehme mein richtiges Schwert. So. Bevor hier wieder einer sagt, Multi, du hast einen Nano selber und benutzt es nicht. Bist du dumm? Ja, bin ich. So. So. Vielleicht nochmal ganz kurz ein. Da. Shit requesten hier. So. Ausrangiert. Wenn man das so schreibt. Keep out. So. Da haben wir jetzt so einen Geist, so eine Geisterstrecke, ne? So. Und dann könnte man theoretisch hier jetzt noch die Booster-Schienen irgendwie ein bisschen erweitern, ne? Die Fackeln lassen wir da jetzt mal stehen, so als Erinnerung an Johnnys Werk. Okay. So, und dann würden wir hier die Booster-Schienen einfach mal setzen. Ich gehe mal haarscharf davon aus, dass die Fackeln dennoch nicht reichen werden. Oder? Wie sieht's gut aus? Wie sieht's gut aus? Okay, reicht. Die Schienen scheinen auch noch zu reichen. Das ist doch super. So, ja, Fackel. Schienen meine ich. Nicht richtig setzen. Da. So, das reicht tatsächlich perfekt. Richtig nice, theoretisch, ja. Und praktisch auch. So. Gut, dann hätten wir das nämlich auch nochmal ein bisschen effizienter gemacht, dass wir hier die Schiene auch richtig fährst hier, dass es nicht ganz so langsam ist. So. Und dann fahren wir hier hoch. Jetzt fahren wir mal richtig durch und schauen mal, wie sich das entwickelt. Da habe ich ja ganz gut Schaltung gemacht hier. Sieht ein bisschen verwirrend aus, aber es funktioniert. Da setze ich mal natürlich nur auf effizient, auf die So. Stimmt, da fährt man hier lang. Durch unseren Schneetunnel. Den kennen ja die meisten jetzt. Hoffentlich. Auch in Folge 1000 hat man den super gesehen. Ein Stückchen davon. Das, was noch übrig geblieben ist. Das hier, das ist ja alles weggesprengt. Bis hier ungefähr. Dann war noch ein Stückchen da. Glaube ich. Weiß ich nicht. Jedenfalls ist das gar nicht mal so schlecht gemacht. Seht ihr, und schon sind wir hier. Nice, oder? So, alles, was wir jetzt noch machen müssen. Ja, komm her. Du kleiner. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist eine Ender-Chest bauen. Eine haben wir noch. Die können wir umfärben. Das ist nicht ganz so schlimm. Brauchen wir natürlich einen Farbcode, den wir noch nicht hatten. Man könnte sich jetzt was ausdenken hier, ne? Sowas wie blau. Zwei blau und in der Mitte könnte man rot machen, weißt du? Sowas, was man sonst nicht so nutzt. Rot, haben wir noch Rosenrot? Nee, haben wir nicht. Haben wir noch Rose? Ja, haben wir. So, dann nehmen wir mal eine. Dann kriegen wir zwei Farbstoff draus. Dann brauchen wir aber nochmal zwei Lapis. Aha. So. Dann machen wir jetzt nochmal eine Dingsens. Wir nehmen jetzt einfach mal folgendermaßen ein paar Lohnroten. Ein bisschen Obsidian, von dem wir eh mehr haben als alles, was wir brauchen. So, eine Enderperle. Enderperlen sind so ein bisschen noch Mangelware, ne? Da müsste man, obwohl 271 auf einmal, wie haben wir das hingekriegt? Na gut, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und halt eine Truhe. Die ist auch jetzt nicht so schwierig zu organisieren. Und schon haben wir nochmal eine zweite Ender-Chest. So, Knochen kommen weg. Und weg. So, gut. Dann holen wir uns nochmal schnell zwei Rosenrot und dann machen wir das folgendermaßen. Wir würden jetzt an unseren Bahnhof folgendes setzen. Diese Truhe hier. Die kommt direkt hier hin.
Wir sehen, wir haben jetzt hier den roten Farbcode. Wir machen das jetzt aber anders. Nämlich machen wir jetzt blau, blau und in der Mitte rot. Was schon rot ist, wie ihr seht. So. Dann kann ich den einen Farbstoff hier in die Haare schmieren. Nee. Rote Haare für die Multi. So. Und dann würden wir mit der Chest hier nochmal nach Besucherhausen fahren. Ja. Wir halten uns mal so ein bisschen an meine Vorsätze. An meine Überfolge 1000 Vorsätze. Scheiß Dinger. Wieso, T? Naja, wir müssen schon sagen, er hat ja seine Schuld sozusagen wieder abgeglichen. Nee, Quatsch, er hat seine Schuld beglichen. So, ich bin mal wieder ein super Genie hier. Multi, du bist scheiße. Ja, das bin ich. So, dann fahren wir nochmal nach Besucherhausen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man das so macht? Ich fahre mit meinem Ghetto-Auto. Mit meinem Lowrider. Jetzt müsste der noch wackeln können. So. Ein bisschen Hydraulik, weißt du? Ich hab hier einfach nicht, warum die so unbeliebt sind. Das sind voll die coolen Dinger. Und man sieht die so selten. Lowrider sind voll cool. Voll cool sind die, ja. Ich bin fast 12 und ich finde die cool. Nein, ich bin nicht fast 12. In Wirklichkeit bin ich fast 13. So. Das ist aber gut gemacht, finde ich, von mir, dass wir das direkt unterm Weg haben. Dann weiß man ungefähr genau, wo das lang geht. So, jetzt machen wir das nämlich hier auch noch. Jetzt seht ihr wahrscheinlich, was so das mein Vorhaben eigentlich ist. Dass wir hier eine Chest hinhauen. Multi, du hast mal wieder allen bewiesen, du bist ein Idiot. So, also holen wir uns nochmal zwei Lapis zurück. Wo haben wir das Lapis? Da. So, komm mal her, du Spsi. So, also. Da blau und da rot. So, wenn wir jetzt hier ein Minecart reintun, dann ist das hier auch drinne. Ja, so weit, so gut. Wenn wir jetzt hier auch nochmal die Minecarts nehmen und die hier reinlegen, dann ist das Ganze schöner. So, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist zurückfahren und das Ganze begutachten. Nämlich, dass wir das folgendermaßen machen, dass wir an jedem Bahnhof so eine Enderchest hin tun. Und, dass man dann immer verpflichtet ist, seinen Minecart da rein zu tun. Und, jetzt kommt der Clou des Ganzen, dass du von... Oh! Oh Mann, stell dir mal vor, das wären Highspeed-Strecken. Warum sind die da überhaupt gespawnt? So, also nochmal 500. So, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir an jedem Bahnhof immer den Zugriff auf die ganzen Minecarts haben. Und dann kommen wir nicht in das Problem, immer der neue Minecarts craften zu müssen oder sie suchen zu müssen, sondern die tun die alle in die Kiste. Ich gehe mal davon aus, dass die Gäste halbwegs fähig genug sind, dazu die Minecarts auch da reinzulegen. Wenn nötig, dann schildere ich das auch aus, weißt du? Ich schaue einfach mal, wer dann der nächste Gast sein darf. Ich habe noch keine Ahnung, ich lasse mir was einfallen. Theoretisch müsste ich mich ja der Zeit nach laufen lassen, also nach... Ich müsste mich richten nach... ja, nach was eigentlich? Ich weiß nicht mehr, was ich richten soll. Irgendwas am Dach sieht aber komisch aus. Ich muss mir gleich mal was am Homo-Villa-Dach angucken. Eigentlich waren wir schon richtig hier, aber jetzt ist auch egal.